Es ist kalt geworden in Deutschland und vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mit der Jakarta-Trilogie an die warmen und exotischen tropischen Strände Indonesiens zu reisen. So beginnt die Jakarta-Trilogie auch im Buch Jakarta is for Lovers. Jakarta is for Lovers verkauft die CIA einem jungen amerikanischen Studenten der Cornell University namens Darren DeSoto eine Mission am Strand von Ambon an einem sehr kalten Wintertag in Upstate New York, an dem mehr als ein Fuß Schnee fällt. Und für den jungen Darren DeSoto gibt es in diesem Augenblick nichts Besseres und nichts Exotischeres, als mit der CIA in eine gefährliche Mission in einem fernen südostasiatischen Land einzusteigen, nämlich in Indonesien. Wochen später wird Darren DeSoto von einem B-26-Bomber über Ambon abgeworfen mit sehr viel Geld um seinen Bauch. Und er soll zusammen mit den revolutionierenden Truppen dort auf der Insel eine Revolution gegen Präsident Sukarno in Jakarta anstoßen. Das Ding geht natürlich komplett schief. Und warum das schief geht und was dann passiert, das erfahrt ihr, wenn ihr die Jakarta-Trilogie lest.